Hallöchen, hier ist wieder Krustella. Und weiter geht's, glaube ich, in ihrem Traum. Mit Zef. Okay. Wach auf! Hm? Zef? Warum schaust du überrascht? Natürlich bin ich es. Warum bist du hier? Du hast mich angerufen, erinnerst du dich? Habe ich? Du hast gesagt, du hast Orden deiner Liebe gestanden und er hat dich zurückgewiesen. Sie träumt eindeutig. Orden. Sei nicht traurig. Er ist es nicht wert. Bin ich nicht, denke ich. Du weißt, dass ich nicht gut in solchen Dingen bin. Vielleicht hättest du Cherie anrufen sollen. Nein, ich bin froh, dass du hier bist. Es ist lange her, seit du in meinem Zimmer warst. Wir haben immer hier gespielt, als wir klein waren, nicht wahr? Ja, haben wir. Ich habe dich vermisst. Krustella, wo warst du? Ich war genau hier. Wo hast du gesucht? Zef, es tut mir leid. Zef? Zef! Eindeutig ein Traum. Das war ein verrückter Traum letzte Nacht. Warum träume ich nie von Schmetterlingen und Welpen? Aber es war irgendwie schön, auf eine seltsame Weise. Vielleicht kann ich noch ein wenig länger schlafen. Die Stimme meiner Mutter schallt in meinen Ohren und weckt mich komplett auf. Krustella, bist du wach? Jetzt bin ich's. Ich schätze, sie wollte nicht so rüberkommen, als würde es sie kümmern. Komm mal eine Sekunde her. Ich habe eine winzig kleine Bitte. Tolle Sache. Genau. Wir haben heute Abend Gäste und ich brauche dich, um ein paar Dinge für mich zu kaufen. Ich weiß, dass du später weg bist, also tu es ruhig jetzt. Wow, sie lässt uns ja so viel Wahl. Kann ich es auch ruhig später tun? Nein. Also, was springt für mich dabei raus? Ich lasse dich heute Abend raus, damit du mit deinen kleinen Freunden ausgehen kannst. Na, schön. Wie ich mich einfach mal nicht geschlagen geben hätte durch dieses dumme Argument. Ich gehe jetzt, ich hab dich lieb. Tschüss, ich hab dich auch lieb. Ich gehe in mein Zimmer, um mich anzuziehen. Dann nehme ich die Liste, die Mami hinterlassen hat, und gehe raus. Das Einkaufen dauert nicht zu lange, obwohl ich eine Menge Dinge kaufen musste. Auf dem Weg zurück halte ich vor einem süßen kleinen Laden an, den ich noch nie gesehen habe. Er muss neu sein. Ich bin früh fertig geworden und bin sicher, es ist okay, sich noch ein paar Minuten umzusehen. Wie ich vermutet habe, verkauft das Geschäft Schmuck, Souvenirs und anderes billiges Zeug. Die Wände sind bedeckt mit Holzregalen, die hunderte von solchen Krimskrams enthalten. Nein, verdammt, sei meine Schwäche für unnütz Müll. Ich bin sicher, dass ich etwas kaufe, wenn ich noch länger bleibe. Oh, naja, ich habe etwas Geld übrig. Mutter sollte das nicht bemerken. War klar. Am Ende kaufe ich mir einen kleinen Teddybär. Teddybär-Schlüsselanhänger, dessen Augen leuchten, wenn man einen Knopf drückt. Ich finde das gruselig. Oh, leuchten Augen. Ich habe Cherie einen passenden Hasen gekauft, obwohl ich nicht sicher bin, ob sie ihn zu schätzen weiß. Ach, ist doch süß. Cool. Ein paar weitere Dinge ziehen meine Aufmerksamkeit auf sich. Zum einen ein schönes blaues Lesezeichen mit einem Wellenmuster und eine silberne Musiknote, die herunterbaumelt. Das ist doch mal richtig unnötig. Komm, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Da, Musiknote. Mädel, das ist bloß ein Lesezeichen. Man kann auch ein Stück Papier da reintun. Ist doch egal. Das zweite ist ein kleines Kochbuch. 101 Einfachrezepte für Anfänger. Vom Toast bis zum Pfannkuchen. Ich sag dir eins, wenn du das holst, du wirst es eh nie machen. Das letzte ist ein kleines rotes Notizbuch mit goldenem Rand. Das ist noch am ehesten nützlich. Ich nehme das Notizbuch. Ich brauche immer ein Notizbuch. Zum Beispiel, wenn ich abends sowieso eine Idee habe oder so, muss ich mir schnell irgendwo reinschreiben, bevor ich ins Bett gehe, sonst vergesse ich die sofort wieder. Das ist echt praktisch, glaub mir. Auf keinen Fall ist das echtes Leder. Netter Versuch, Verkaufsdame. Draußen sieht es schick aus. Ich habe was für den gefallen. Ihm gefallen? Ich wollte es behalten! Mann, warum bist du so großzügig? Mein Handy klingelt. Wer könnte es sein? Alden. Ja, es ist Alden. Muss mir das Freudentanz für später aufheben. Hallo? Hey, ich hab dich nicht geweckt, oder? Nein, natürlich nicht. Heute hast du es nicht. Wenn es an irgendeinem anderen Tag gewesen wäre. Ich hab mich gefragt, ob du mir heute mit etwas helfen willst. Etwas von der Liste? Yep. Bist du gerade beschäftigt? Was erzähle ich ihm? Ich bin gerade nicht beschäftigt. Tut mir leid, ich bin beschäftigt. Aber... Aber wir sind beschäftigt. Scheiße. Aber wir hatten auch Zeit, in den dummen Laden zu gehen. Also wir eigentlich auch nicht beschäftigt. Es wird nur in irgendwas ausarten, wenn wir jetzt sagen, wir sind nicht beschäftigt.
Das ist doch, das sieht man noch nie im Film so. Also sagen wir, ich beschäftige. Tut mir leid, ich gehe gerade für meine Mom einkaufen und ich kann wirklich nicht kommen. Ich verstehe. Vielleicht irgendwann anders? Sicher. Tschüss. Ich wünsche, ich hätte ihm nicht absagen müssen, aber auf keinen Fall kann ich es rechtzeitig schaffen und meine Einkaufstaschen zu Hause abstellen. Ich habe es nicht eilig, deswegen mache ich noch einen Schaufensterbummel. Ich wette, Cherie wird heute Abend großartig aussehen, wie immer. Vielleicht sollte ich mir auch etwas Neues zum Anziehen kaufen. Aber ich habe kein Geld. Ich hätte früher daran denken sollen. Oh nein. Oh, es regnet. Verdammt. Soll ich den ganzen Tag, ganzen Weg nach Hause rennen oder mich irgendwo unterstellen? Also wenn wir uns... Ja, aber ich dachte, sie kommen dann zu spät. Aber okay, Regen ist eine gute Ausrede, ne? Ist es ein starker... Ja, der ist schon echt nervig. Je nachdem, was sie gekauft hat, wäre es eigentlich ganz gut, sich da unterzustellen. Ich renne zum nächsten Ort mit einer unverschlossenen Tür. Und da fällt dir eine Bar ein, okay. Als ich reingehe, bemerke ich, dass der besagte Ort eigentlich eine Bar ist. Wow, fällt dir vorher auf. Stand nicht irgendwie groß darüber oder so. Nein. Zu dieser Stunde sind nicht viele Leute hier, außer ein paar Säufe, die mich beäugen. Größtes Pech überhaupt. Draußen fängt es noch stärker an zu schütten. Also war es eigentlich ganz gut, dass wir reingegangen sind. Ich schätze, dieser Ort muss fürs Erste genügen. Der Barkeeper starrt mich an. Vielleicht soll ich etwas kaufen. Nein, lass dich nicht beeinflussen, Mann. Ich stelle meine Einkaufstasche ab und setze mich an die Bar. Eine Coke, bitte. Hat er gerade gelacht? Nun, es scheint, als geht er nach hinten, um sie zu holen. Ja klar, der denkt jetzt so, jeder muss da Alkohol bestellen und so, ne? Ich versuche mich so diskret wie möglich umzuschauen. Ich glaube, ich bin das einzige Mädchen hier und wahrscheinlich die einzige Person unter 40. Ist dieser Ort nur für alte Männer? Der Barkeeper kehrt mit einem Glas zurück. Danke. Aus dem Augenwinkel sehe ich einen der alten Besoffenen auf mich zukommen. Ich konzentriere mich auf mein Getränk. Ich hoffe, er kommt nicht zu mir. Er kauft sich wahrscheinlich einen weiteren Drink, das ist alles. Der Mann kommt näher. Ich schaue ihn jetzt an. Er ist gerade dabei, seinen Mund zu öffnen, um etwas zu mir zu sagen. Bist du sicher, dass du das trinken darfst? Hä? Devlin? Devlin zieht sich einen Barhocker ran und setzt sich neben mich. War das gerade der alte Betrunkene, der zu dir gekommen ist, oder wie bitte? Der alte Besoffene bleibt plötzlich auf der Stelle stehen. Er sieht Devlin an, dann mich, dann beschließt er zurück zu seinem Tisch zu gehen. Danke. Wovon sprichst du? Ich hab dich nur gefragt, ob du das trinken darfst. Es ist nur eine Coke. Also folgst du mir schon wieder? Ich war vor dir hier. Ich bin schon eine halbe Stunde hier. Ich hab dich reinkommen sehen. Ich hab da drüben gesessen. Er zeigt auf den Tisch im hinteren Bereich. Also hast du bis jetzt gewartet? Was, wenn der Typ... Ich bin nicht dein Bodyguard, Fluff. Fluff. Du bist alt genug, um auf dich selbst aufzupassen, nicht wahr? Hör auf, mich so in der Öffentlichkeit zu nennen. Und ja, bin ich. Ich meinte nur... Egal. Wie auch immer, ich war gerade dabei zu gehen. Was? Gehen? Aber... Hast du Angst, alleine hier zu bleiben, oder was? Kannst du nicht ein wenig länger bleiben? Schön, 10 Minuten. Wenn der Regen bis dahin nicht aufgehört hat, gehe ich trotzdem. Okay. Okay, trink deinen Saft. Werde ich. Ich bemerke, dass der Barkeeper Devlin anstarrt. Er scheint von seiner Anwesenheit genervt zu sein. Hey, Devlin. Was? Kommt es mir so nur so vor, oder starrt dieser Typ dich mit einem Todesblick an? Wir sind nicht gerade in meiner Meinung. Oh, was tust du dann hier? Vielleicht fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. Wir sind ganz schön neugierig, was? Ich glaube nicht, dass er es mir erzählen wird. Er ist so geheimnisvoll. Ich sollte einfach meine Coke trinken. Also, was tust du hier? Sein Lächeln ist irgendwie süß. Aber sieht so, boah, chaotisch aus, so. Ich habe Sachen für meine Mom gekauft, als ich vom Regen erwischt wurde. Ich nicke zu der Tasche an meinen Füßen. Leider war das nächste der Trock... War das der nächste trockene Ort, den ich gesehen habe. Und ich dachte schon, du wärst gekommen, mich zu sehen. Nö, dieses Mal nicht. Coke, hä? Bist du nicht 18? Bin ich. Ich trinke nur keinen Alkohol ganz alleine, so würde ich es betonen. Also bist du sowas wie eine Gesellschaftstrinker? Okay. Ja, schätze ich. Was ist mit dir? Ich trinke nicht. Nie. Oh mein Gott, in der Beliebtheitsskala bei mir ist er um jetzt
2% gestiegen. Nein, nein, das ist, finde ich gut. Es muss wohl deswegen sein. Es muss wohl deswegen sein, wahrscheinlich. Gut für dich. Es hat noch nicht aufgehört zu regnen. Nein. Ich glaube, deine 10 Minuten sind rum. Nein, es sind noch immer 2 Minuten übrig. Ich muss wirklich hier raus. Dieser Typ starrt mich die ganze Zeit an. Und ich glaube nicht, dass ich mich noch länger zurückhalten kann. Er weiß, wie er heißt. Nein, verlass mich nicht. Oh Gott. Ich komme mit dir. Ich will nicht allein hier gelassen werden mit diesen... jedes Augenpaar war sofort auf mich gerichtet. Netten Leuten. Geil. Jetzt sind da 2 Punkte. Ach, ist egal. Ich sollte nicht mal über jeden Fehler bemerken. Er wartet im Vorderbereich der Bar auf mich unter der Überdachung. Es scheint, als wäre er am... Irgendwie regt mich langsam diese Musik auf. Entschuldigung, aber... Ja, Entschuldigung. Jetzt hör auf, dich zu entschuldigen. Ich hasse es, wenn Leute sich so viel entschuldigen. Jetzt habe ich dieses Wort so oft gesagt. Oh. Ob es den Stress wert war, es zu rennen oder ob er einfach zu Hause... ob er einfach nach Hause gehen soll. Es regnet immer noch ziemlich heftig. Hey Devlin, weißt du, was super nett von dir wäre? Nein. Wenn du mir deine Jacke anbieten würdest, wie ein Gentleman, der du bist. Ach Gott, meinst du, das macht er dann wirklich? Ich meinte nicht nein wie ein nein, ich weiß nicht, was super nett wäre. Ich meinte nein wie nein, ich werde es nicht tun, was immer es ist. Geil. Das habe ich ziemlich gut vorgelesen. Oh. Ich habe das erwartet. Warum trägt er im Sommer überhaupt eine Jacke? Mir ist nicht wirklich so kalt, aber ich beschließe ihn trotzdem zu versuchen zu überreden. Lass uns dich ein wenig testen, in Ordnung, Devlin? Komm schon, mir ist wirklich kalt. Ich gehe. Nein, warte, ich werde mich erkälten und wenn das passiert, dann wird es deine Schuld sein. Es ist nicht so kalt. Mädchen sind empfindlicher für kaltes Wetter. Ich bin gerade dabei, hinaus in den Regen zu laufen, als er mich aufhält. Na schön. Er fängt an, seine Jacke auszuziehen. Echt jetzt? Okay, ich hab mir sowas gedacht. Deswegen wollte er seine Jacke nicht ausziehen. Oh, Mann, dieses Mitleid. Oh. Oh Gott. Seine Arme und sein Hals sind ganz verletzt. Oh, stimmt, sein Hals auch da. Also deswegen. Nimm sie an dich und lass uns gehen. Ja, meine Muskeln sind beeindruckend, ich weiß. Jetzt hör auf zu glotzen. Ach, wie geil. Ich wusste nicht, deswegen, vielleicht sollte ich sie nicht nehmen. Eine Jacke zu tragen, lässt sie nicht verschwinden. Ich schätze nicht, ist das von dem Typ, der dich geschlagen hat? Ein paar davon. Was ist mit dem Rest? Das ist von anderen Typen, die mich geschlagen haben. Scheiße, Mitleid. Aber man kann ihn ja nicht nur mögen wie Mitleid. Das ist ja nicht bei DSDS hier, ja, okay? Flachwitz. Ich fühle mich ziemlich blöd, ja. Hey, ist nicht so, als würden sie vom Anstand besser aussehen. Du redest immer in Schweigen, oder? Wir sollten gehen. Ein paar Minuten später hört der Regen auf. Du kannst deine Jacke zurückhaben. Behalt sie an. Mir ist nicht so kalt, wirklich. Ich wollte nur sehen, ob du sie mir geben würdest. Du bist nicht sauer? Wie ich voll sauer wäre, ey. Ich hasse es, wenn ich getestet werde. Nein, ich bin daran gewöhnt, dass Leute mich anlügen. Oh. Toller Grund. Wow, hart. War nur ein Scherz, sozusagen. Okay. Aber ich weiß nicht, ohne Jacke sah er sympathischer aus. Ich weiß nicht. Ich gebe ihm trotzdem seine Jacke zurück. Ihn so mit all diesen Verletzungen zu sehen, ist mir unangenehm. Kommt es mir so nur so vor, oder hast du aufgehört, mich die ganze Zeit Fluffy zu nennen? Entschuldige mich, Fluffy. Ich wollte nicht, dass du es vergisst, Fluffy. Was habe ich getan? Danke für heute, schätze ich. Kein Problem. Wir sehen uns. Ja. Ich versuche dann so richtig typisch so abweisend zu sprechen. Aber der lächelt dabei irgendwie auch süß. Endlich zu Hause. Ich bringe alle Lebensmittel weg und nehme eine lange heiße Dusche. Ich frage mich, wie Devlin all diese Verletzungen bekommen hat. Mit wem hat er gekämpft und warum? Entschuldigung, ihr erinnert euch, ich bin noch krank. Neue Nachricht. Eine Nachricht von Seth. Oh, cool.
Hör auf, über Jungs oder was auch immer Tag zu träumen und mach dich fertig. Wir sehen uns in einer Stunde. Oh, Seth, du bist so... Ich muss mich für den Karaoke-Abend fertig machen. Ach, ich finde ihn lustig. Eine Stunde später. Wo zur Hölle sind die anderen? Ich meine, Sherry ist klar. Sie ist die Königin der Verspätung. Aber Seth? Oh, da ist er. Sieht aus wie immer. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Das ist ein Spruch, von dem ich nie gedacht hätte, ihn von dir zu hören. Ich habe ein Leben, weißt du? Wir sitzen nicht alle herum und tagträumen. Ich habe ein Geschenk für dich. Das ist seltsam. Das Wort, nach dem du suchst, heißt nett. Hier ist es. Ich hole das Notizbuch raus und gebe es ihm. Ein Notizbuch? Ich dachte mir, dass du immer coole Ideen hast und wenn man sie nicht schnell aufschreibt, vergisst man sie. That's what I said. Wann immer ich jetzt etwas Kluges oder Lustiges sage, kannst du es aufschreiben und später in deinen Fanfics benutzen. Denk nur dran, mich auch zu erwähnen. Ist das echtes Leder? Sicher, warum nicht? Das ist überraschend großzügig von dir. Voll gelogen, ey. Ich bin einfach so toll. Ich frag mich, wann Sherry hier auftauchen wird. Du weißt, dass sie sich gerne in Schale wirft, selbst wenn sie nur mit uns ausgeht. Frauen. Was ist mit ihnen? Was ist mit ihnen? Vergiss es einfach. Da kommt sie. Oh, das ist... Ist das eine neue Tasche? Nein, Costella, das ist Sherry. Halt den Mund, Streber. Mann, du bist so fies. Hör auf mit deiner Heuchelei. Hast du mich gerade beleidigt? Sieht aber aus wie immer. Hey, Leute. Versuchen wir mal wieder, wie immer, die Aufmerksamkeit zu stehlen. Oh, das alte Ding. Können wir jetzt reingehen? Da ist jemand begierig, drauf zu singen. Oh, wie süß. Ich glaube... Ja, schade, dass das hier gar keine Sprachausgabe hat. Sonst könnte ich ihn singen hören. Wie cool. Ich glaube nicht, dass die Anime-Musik haben. Tut mir leid. Oh, ist das cool. Der ist so voll, mein Typ. Das ist okay. Ich habe meine eigene mitgebracht. Keine Chance. Hast du... bevor du jetzt anfängst, hier herumzunörden, ich habe eine Ankündigung zu machen. Was? Nun, ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ich glaube, ich habe einen Freund. Was? Nicht noch eine. Warum geschieht mir das nur? Was war das gerade? Wieso das Bild gewackelt? Ich frag mich, wer Seth mit diesem zusammengerollten Magazin auf den Kopf geschlagen haben könnte. Ah, verstehe. Keine Ahnung. Also, Moment mal. Du hast jetzt einen Freund, aber ich bin die Einzige mit einem Angebeteten in diesem Spiel. Pass auf die vierte Wand auf. Hä? Kapier ich nicht. Tut mir leid. Hä? Ich meine, das ist toll, aber du hast gedacht, du denkst, er ist dein Freund? Wir haben es noch nicht offiziell gemacht, aber ich glaube, es wird heute Abend passieren. Also, was ist die schlechte Nachricht? Ich wette, du hast ihn online kennengelernt und ihm ein Bild von Crossella gegeben. Das heißt, er findet uns hübsch. Niemals. Und das heißt, sie hält uns für unattraktiv. Danke. Nichts ungut. Schon gut. Denke ich. Die schlechte Neuigkeit ist nicht wirklich schlecht für mich. Ich werde ihn jetzt treffen. Jetzt? Aber was ist mit unserem spaßigen Karaoke-Abend? Tut mir leid. Das ist die schlechte Nachricht. Wir kennen diesen Typen noch nicht mal. Ich verlange ein Bild. Ich schicke dir später eins, okay? Wenn du ihn jetzt gerade siehst, gleich treffen wirst, dann ist das doch scheißegal, oder? Oder geht sie? Geht sie weg? Oh Mann, ist das... Das ist assi. Aber Seth, sag was. Ich kann dein Benehmen nicht gutheißen, junge Dame. Wer seid ihr? Meine Eltern? Das war lahm. Du musst behauptender sein. Ich glaube, du meinst bestimmender. Es steht Aussage gegen Aussage, Streber. Warum bist du dann die ganze Zeit... Bist du deinen ganzen Weg gekommen, um uns das zu sagen? Entschuldigt mich, dass ich meine Freunde mit meinen zwei besten Freunden auf der Welt teilen wollte. Sherry. Crossella. Gruppenumarmung. Okay. Ja, ich passe. Too cool for you, huh? Sherry und ich umarmen uns, während Seth uns skeptisch beobachtet. Ich werde jetzt gehen. Viel Spaß mit deinen Anime-Songs. Danke, viel Spaß mit deinem vielleicht Freund. Danke, tschüss, Leute. Also... Ich will nicht reingehen, wenn wir nur zu zweit sind. Sherry ist außerdem diejenige, die
die Karaoke mag. Ich stimme zu, ich habe sowieso keine Lust. Ja, und ich muss jetzt... Das ist eine unpassende Stelle, ich weiß, aber ich muss jetzt mal den Part beenden. Okay, ich versuche es mal, den nächsten Part ein bisschen besser zu timen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.